Willkommen zurück, meine Affenbande! Es geht weiter mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind in 3-4 Feuerwasser-Limbo und das wollen wir uns doch mal näher anschauen. Und übrigens, Leute, da hinten brennt's. Habt ihr das gesehen? Ja, es brennt. Mitten im Wald, mitten in der Wüste, aber es brennt. Müssen wir das Feuer löschen? Ja, definitiv. Und hinter uns brennt's auch schon. Überall brennt es, Leute. Überall brennt es. Ja, gut. Okay, da hinten brennt's. Das heißt, wir müssen uns erstmal was holen zum Löschen. Nämlich diese Früchte sorgen dafür, dass wir das Ganze hier löschen können. Und dafür gibt es nur ein One-Up? Okay. Hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass es dafür bloß ein One-Up gab. Aber okay, gut. Das macht uns die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Finde ich auch gut. Wenn man die Puzzleteile nämlich alle so bekommt, wie auf dem Silbertablett, dann ist das Ganze natürlich auch nichts. Nee, also es gefällt mir dann auch nicht, wenn man wirklich alle geschenkt bekommt. Soll man auch irgendwie suchen müssen? Oh, jetzt ist... Was? Er ist schon wieder respawned? So schnell? Okay, ein bisschen verwunderlich ist es ja. Und da unten brennt es überall. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles löschen sollte. Ich weiß auch nicht, ob das wieder angeht, das Feuer. Nee, geht nicht. Okay. So, und beide auf einmal gelöscht. Sehr schön, sehr schön. Räumen wir uns einfach mal hier durch. Und dafür gibt es ein Puzzleteil. Hahaha. Gut, bei so einer Aufgabe habe ich mir schon gedacht, dass es dafür irgendwas geben muss. Weil warum sollte man den Spieler so hin und her hetzen? Würde ja keinen Sinn machen. Und hier wird erst erklärt, wann wir das machen müssen. Oder wie wir das machen können, das Feuer löschen. Ist auch ein Witz, oder? Nicht, dass man das gleich am Anfang gemacht hat. Nee, hier wird es erst erklärt, dass man das mit ZR festhalten kann. Oh mein Gott. Ja gut, ich habe mich jetzt treffen lassen müssen, weil ansonsten hätte ich das K, glaube ich, gar nicht bekommen. Ist aber nicht weiter schlimm, Leute. Ist nicht... Doch, hätte ich sogar bekommen. Aber hier gibt es ein Herz. Hahaha, okay. Wieder volle Punktzahl, volle Leben. Und weiter geht's. Den Igel, den hauen wir mal weg. Und die Liane können wir auch komplett löschen. Ich finde übrigens, das Feuer sieht wirklich gut aus. Also es gibt Feuer, das sieht ein bisschen lame aus, aber hier sieht es wirklich gut aus. Und ich glaube, hier gibt es ein Puzzleteil. Oh, wenn man hier alle Bananen einsammelt, ja. Das war knapp und wir haben es geschafft. Das war knapp. Ich dachte nur, wir müssen nach oben. Und die Tikis sind auch wieder da. Also die Tiki-Statuen gibt es auch mal wieder ein paar hier in Tropical Freeze. Finde ich gut, dass man die auch mal wieder eingesetzt hat und einprogrammiert hat. Finde ich irgendwie cool. Ist so ein kleiner Dank an die Fans für das letzte Donkey Kong. Und da unten sieht's sehr gefährlich aus, wo die Bananen so springen. Die Bananen tanzen alle. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier alles in Flammen aufgeht. Aber dafür gab's jetzt gar nichts, oder? Nee. Donkey Kong ist einfach so heiß, dass er selbst den Boden anzündet, wenn er da rüber gleitet und rüber geht. Dann ist Donkey Kong ist einfach zu geil. Er ist einfach zu heiß, Leute. Er ist zu heiß. So, und jetzt schnell. Danke. Oh, das war knapp. Das war knapp. Hätte auch ganz, ganz böse ins Auge gehen können. Ganz, ganz böse. So, stirb. Stirb. Alle müssen sterben. Außer ich. Außer ich. Ich darf überleben. Ich bin der Einzige, der überleben darf. So, da hinten brauche ich nochmal eins. Weil da ist nämlich eine Plattform. Kann man sich wahrscheinlich fast denken, dass es da runter geht. Beziehungsweise, warum sollte denn da was brennen und unten drunter hohl sein? Macht ja auch keinen Sinn, oder? Oh, cool. Den Bonus hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Finde ich cool. Also das freut mich jetzt ein bisschen, dass wir mal einen Bonus haben, der ein bisschen anders aussieht als die übrigen. So, hoch. Oh, jetzt wird das wird ein bisschen gefährlich. Ah, nicht geschafft. Okay, jetzt muss ich mich unbedingt beeilen. Beeil dich denn. Okay, bam. Und was? Okay, geschafft. Puh, ich habe jetzt schon gedacht, ich fliege runter, aber nein. Alles okay, Leute. 3 von 7. Es gibt hier echt 7 Puzzleteile? Okay. Ich hätte jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, eher 9. Und da drüben geht die ganze Chose jetzt weiter. Der Boden fängt wieder an zu brennen. Und wir müssen auf den Tiki springen. Ansonsten verlieren wir ein Herz. So, nochmal das Ganze. Oh mein Gott, war das knapp. Ich sollte einfach nicht so lange auf diesem Boden bleiben. Oh mein Gott. Und jetzt? Okay. Gerade noch gerettet. Leute, das macht mich fertig. Ich bin hier richtig in Hektik. So, und da unten gibt's auch was. Oh mein... Ja. Was? Ja, als ob! Als ob! Habt ihr das gesehen? Also, das ist doch jetzt echt ein Witz gewesen, oder?
Das ist echt ein Witz gewesen. Der Donkey Kong hat so lange gebraucht, bis er dieses Ding rausgezogen hat. Das war jetzt echt ein Scherz. Also, ich hätte es natürlich noch länger programmiert. Damit ich alles verliere. Damit ich sterbe, bevor ich es einsammle. Ja. Meine Güte. Was ist da los? Was ist da los, Leute? Kann man es dem Spieler noch schwerer machen? Ja, man kann. Und da drüben gibt es das N. Sollte ich natürlich auch rüberspringen einmal. So, und geschafft. Sehr schön. Und die Plattform löst sich auf. Cool. Und da gibt es auch noch ein Puzzleteil. Hahaha. Ausgetrickst. Die Entwickler können mir gar nichts. So, ich sammle jetzt hier trotzdem mal alles ein. Damit ich ja nichts falsch mache. Und jetzt habe ich nur noch ein Herz. Muss hier durch. Oh mein Gott. Oh. Ein Partner. Hahaha. Sehr schön. So, ich weiß nicht, ob ich die riesen Bananenstaude brauche, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die lasse ich jetzt einfach mal gut sein. So, und da drüben. Nein! Hätte ich da jetzt echt das Fass gebraucht? Oder kann ich das vielleicht mit einer Frucht kaputt machen? Oh mein Gott, wenn... Moment. Da kann man ziehen. Ja, geschafft. Aber... Was? Dafür gab es nur eine... Was? Ist es euer Ernst? Ich dachte, da gibt es ein Puzzleteil. Nein! Ich dachte, dafür gibt es ein Puzzleteil. Aber Leute, ich habe mich getäuscht. Aber es ist auch möglich, das mit einer Frucht kaputt zu machen. Gut zu wissen. So, das geht... Okay, da unten brennt es auch. Super. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Hier ist nämlich nochmal ein Bonuseingang. Hier, perfekt. Und rein mit uns. Sehr schön. Welcher Bonus erwartet uns denn jetzt? Oh Mann, es sind halt immer die gleichen. Leute. Und das wäre jetzt fast schief gegangen. Also dieser Harakiri-Sprung, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber okay, ich hatte nämlich keine Zeit mehr, weil ich dachte, ich komme eigentlich da hoch auf die Plattform mit einem Rollsprung. Aber so wie es aussieht, natürlich nicht. Boah, mir fällt gerade auf, ich schludere immer gerade so ein bisschen in den Bonus-Level. Also, die Zeit ist ein bisschen knapp bemessen gerade bei mir. Finde ich nicht gut. Ich sollte mich im Bonus-Level ein bisschen besser beeilen. Auch wenn ich noch Zeit übrig habe. Trotzdem, man muss es ja nicht unbedingt aufs Spiel setzen, oder? Leute. So, bam. Okay, ein zweites brauche ich ja nicht. Bringt mir auch nichts. Weil ich mich ja nicht hinhängen könnte, wenn ich das machen würde. Ja klar, und jetzt kommt halt das Feuer wieder so blöd. Oh mein Gott, boah, ich habe früher immer gedacht, da oben, die Liane, die reißt irgendwann ab, weil die brennt. Aber so ist es gar nicht. So, und jetzt hier rein und dann rüberballern. Okay, geschafft. Oh nein, wir müssen jetzt bis zum Ziel. Leute. Beziehungsweise dahinter, weil hier gibt es nämlich das Puzzleteil. Aber unbedingt aufpassen, dass man nicht ins Ziel reinspringt. Weil ansonsten hätte man nämlich das Problem, ja... dass man das letzte Puzzle nicht bekommt. Das wäre natürlich ein bisschen lame, aber wir haben es trotzdem zu 100% geschafft, so wie ich mir die ganze Geschichte erhofft habe. Und sehr schön. Das wäre super gelaufen. 3-5, Raketenfass Rock. Oh nein, wieder ein Raketenlevel, Leute. Und in diesem Raketenlevel gibt es, glaube ich, 2 Secret Exits, also... wieder ein Level mit 2 Secret Exits. Und das ist ein bisschen extrem für ein Raketenlevel sowieso. Da bin ich gespannt, wie das laufen wird. Solange es nicht so ist wie das letzte Raketenlevel, ist alles gut. Wobei, das glaube ich war nicht so schwer. Da fand ich das erste ein bisschen schwieriger. Und wo ist hier das erste Puzzleteil? Das erste Puzzleteil muss hier irgendwo sein. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, da es ein Raketenlevel ist. Und ich glaube, es ist sogar unter uns. Ich glaube, es ist sogar hier. Wenn wir alle Bananen einsammeln. So, sammeln wir die auch nochmal ein. Ja, wobei, ich glaube ganz links. Nein! Jetzt bin ich in die Rakete rein, ich Trottel. Ah, okay, kann ich mich eigentlich gleich direkt umbringen. Stirb, Donkey Kong, stirb. Sehr schön. Ah. Gut. Passt. Gut, fangen wir von vorne an. Oh mein Gott. Hätte jetzt nicht sein müssen. Ich schaue jetzt einfach gleich mal da unten nach. Also hier. Ja, da ist ein Bonus. Okay. Ich hab mich getäuscht. Ihr habt mich erwischt, Leute. So, ja. Bananen einsammeln, bitte diesmal ein bisschen schneller als sonst. Jawohl.
Komm schon. Ja, perfekt. Schon geschafft. Ast rein. Oh, meine Laune wird immer besser und besser. Oh, dieses Let's Play macht mir zurzeit eigentlich so viel Bock. Ich möchte am liebsten nichts anderes spielen. Aber Leute, ihr wisst ja, wir haben 3 Projekte am Laufen. Deswegen geht das nicht immer. Jetzt habe ich schon wieder verkackt. Das gibt's doch gar nicht. Wieso verkacke ich denn mittlerweile so oft? Am Anfang hätte es, glaube ich, gleich ein Puzzle da gegeben, wenn man alles einsammelt. Aber okay, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das stimmt. Okay, hat anscheinend nicht gestimmt. Nur ich bin mir jetzt da nicht sicher. Da unten ist das O. So, muss ich alles einsammeln? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich fliege das jetzt einfach erstmal durch. Damit wir den normalen Exit haben und natürlich alle Puzzleteile. Sollte mir ein Puzzleteil fehlen, ich muss es ja sowieso noch 2-mal machen. Also, um die 2 Secret Exits zu aktivieren. So, waren denn die Secret Exits? Muss ich jetzt kurz überlegen. Die waren auf jeden Fall beide zum Hinfliegen. Oh nein. Solche Passagen hasse ich. Da, wo man nichts sieht, die hasse ich. Oh, da oben ist Puzzleteil. Sehr schön. Das haben wir, glaube ich, schon 4 von 5, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wie viele Puzzleteile haben wir denn jetzt schon? Ich würde gerne Pause drücken, aber dann bin ich so unkonzentriert danach. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Komm, ich lasse das. Ich lasse es, Leute. Nehmen wir uns das Herz auch noch mit. Sehr schön. Genau, da oben gibt es einen Secret Exit. Also man sieht es schon. Oben ist der Secret Exit. Da müssen wir nachher auch noch hin. Und dann gibt es nochmal einen. Oder war das hier? Gibt es hier 2 oder gibt es hier nicht 2? So, da ist das G. Und ich glaube, hierfür gibt es das letzte Puzzleteil. Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. Da habe ich, glaube ich, eins übersehen. Oder am Ende gibt es noch eins. Oder hier. Oh mein Gott. Leute, was passiert hier? So viele große Fische. WTF. Oder gab es am Ende nochmal ein Secret Exit? Moment. Wir werden jetzt gleich mal nachschauen, ob das auch stimmt. Weil hier geht es nämlich noch... Oh mein Gott, hier geht es nämlich noch runter. So, Moment. Das muss ich hier erstmal ein bisschen... Da ist das letzte. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön. Jetzt brauche ich hier nur ein bisschen Luft. Oh mein Gott, ein Riesenfisch. Und da ist der Secret Exit. Oder ist das der normale Exit? Müsste eigentlich denn... Hä? Moment. Oder gibt es hier nur 2 Secret Exits? Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Bin jetzt gerade echt ein bisschen verwirrt, Leute. Okay, gut. Sei es wie es sei. Wir haben es geschafft. Die Banane wäre unsere. Haha. Ist doch super. Alle Buchstaben gesammelt und den Secret Exit aktiviert. Aber einen normalen Exit müsste es doch auch geben, der uns geradeaus bringt, oder? Ist es nicht so oder ist es so? Komische Sache. Okay, Leute, ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal den anderen Secret Exit. Ihr wisst ja, wo er ist. Und noch den normalen Exit, falls es einen geben sollte. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dieser Folge. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald, Friends.